Hallo Leute, wir wollen mal kurz reingucken, wo hier die Signale stehen und wie sie stehen und ob sie auch richtig stehen. Das werden wir alles nach dem Intro machen, ne? Bis gleich. So, also hier am Bahnhof stehen sie schon mal richtig. Hier steht's richtig, hier steht's richtig. Hier. Dieses Signal wartet, bis der zweite frei ist. Das ist alles richtig. Hier ist nur nächste Strecke. Hier ist nur nächste Strecke. Warum das da steht, weiß ich nicht. Muss das da stehen? Darf das da stehen? Eigentlich ist dieser Durchfahrt komplett über, oder? Das kann komplett weg. So, er hat hier ein normales Signal, was okay ist. Ich klicke mal lieber das aus, sonst habe ich es gleich da weggerissen. Was ist das hier? Ach, das ist nur ein altes Signal. Okay. Na, lass mal erstmal stehen. Das passt. Das passt, oder? Passt das? Warte mal, lieber nicht stehen lassen. Mach lieber so. Und reiß dieses ab, weil dann weiß ich auch, wie es aussieht, ne? Ja, sieht schon falsch aus, oder? Kann das sein? Also dieses Signal fragt jetzt hier ab, aber das müsste da abfragen, weil da ist es wichtig, dass das frei ist. Also dieses Signal hat wieder mal nicht geklappt, weil wir hier... Kann ich das so umändern? Ja, kann ich so umändern, sehr gut. Und hier muss definitiv das Vorsignal stehen, damit wir wissen, dass das hier nämlich frei ist, ne? Hier, das können wir so lassen. Hier kann keiner rein und rausfahren eigentlich, weil wie soll da einer rumfahren? Der ist doch absoluter Quatsch, das eine Signal da stehen zu haben. Dieses hier ist über, weil der kann nur so rumfahren, oder? Und hier ist es ähnlich, weil dieses Signal bringt uns da gar nicht weiter, oder? Ja, passt. Hier muss auch ein Vorsignal stehen. Weil damit er das hier nicht blockiert. Und hier sieht es auch so aus mit Vorsignal, oder? Genauso wie da. Glaube ich. Ist jetzt hier so richtig, ne, oder? Hier fragen wir nach einem Vorsignal, was hier keinen Sinn macht, glaube, oder? Oder macht das hier Sinn? Wohl hier macht es Sinn wegen Vorsignal, glaube. Das da kann komplett weg, glaube. Das macht da keinen Sinn. Okay, der ist jetzt rot. Hier zwischen wäre ein Signal sinnig gewesen, damit er durchfahren kann, ne? Vielleicht macht Sinn, das Gleis hier viel breiter aufzustellen, oder? Okay, das sieht erstmal schlecht aus, da das hinzubauen. So wird es Sinn ergeben. Was hat Tante Mimi gesagt? Ich soll mal hier das Dingens bauen, ne? Das Tool nehmen, was hier Gelände bearbeitet, ne? Ist das hier hinter versteckt? Ne, da wahrscheinlich, ne? Absenken. Kann man das auch größer stellen? So ist das besser. Der Zug da jemals wieder fährt oder haben wir es kaputt gemacht? Ah, der fährt da und dann fährt der wieder, oder? Ja, jetzt fährt er auch. Ja, alles klar, ist nichts kaputt gemacht. Passt erstmal. So. Das Tool haben wir erledigt. Ebnen. Aha,
Ja, man kann das auch so machen, dann sieht es besser aus, ne? Gut, dann machen wir das in Zukunft so. Aber jetzt müssen wir erstmal hier schauen, dass wir dieses Gleis gerade durchfahren lassen. Warte mal, das müsste ich dann weiter hinten ansetzen. Und ich würde es gerne hier stehen lassen und dann hier so rüberkommen lassen. Und dann müssen wir mal gucken, dass das hier da drauf zufährt, oder? So, und dann brauchen wir hier ein Signal. Normales Signal. Kann hier mal hin. Und hier mal hin. Jetzt fährt der natürlich da oben lang, ne? Den hätte ich gerne da unten gesehen. Ja, ist halt so. Aber dann werden wir jetzt hinter ihm abreißen. Es wird sogar noch erstattet, okay. Ich hoffe, der nächste Zug fährt jetzt geradeaus. Sonst haben wir nämlich ein Problem. So, da der jetzt hier im Weg steht, geht es da nämlich nicht weiter. Ja, da haben wir ein Problem hier, aber wir sind dran am Arbeiten, ne? Da. Aber hier geht kein Signal zwischen, ne? Nee. Kann der noch weiterfahren dann? Ja. Aber das reicht nicht, ne? Hier geht leider kein Signal hin. Da würde eins hingehen. Fährt er dann weiter? Nee. Bringt uns nicht wirklich was. Schade. So, jetzt muss irgendwer irgendwo anders noch fahren können. Nehmen wir das weg, dann fährt er. Ich mach's auch. Jetzt fährt der natürlich durch, was schlecht ist, ne? Ah. Aber der fährt hier hin lang. Okay, da haben wir nochmal Glück gehabt. Das weg. Jetzt fährt zum Glück der weg. Das alles weg. So, jetzt ist die Strecke frei. Jetzt können wir hier nochmal neu bauen. Okay, das geht gerade nicht. Das hat gut geklappt, ne? Geht das jetzt hier drauf? Da war doch gerade die Möglichkeit, oder? Nee. Sieht nicht so aus, als ob das jetzt hier klappt. Gut, dann müssen wir das nochmal abreißen. Irgendwie muss das da doch noch hingehen. So hat es geklappt. Und jetzt muss hier ein Signal auf jeden Fall zwischen. Jetzt sag nicht, da geht keins hin, ey. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Hier geht kein Signal hin, du glaubst es nicht. Wieso geht da kein Signal hin? Gut, das bedeutet, wir reißen das nochmal ab. Gestalten das hier ein bisschen anders. Das lassen wir gerade so. Und jetzt kommt er von hier und fährt gleich hier so lang. Von hier aus geht es dann so rum. Nochmal so. Und da müssen wir wieder ein Stück wegreißen, leider. Als nicht passte.
Liegt das nur an diesem Signal da? Dass das nicht geht, oder? Oh Mann, ey. Ja, das ist dann auch nicht so richtig. Das bedeutet, wir müssen hier wieder abreißen. Und reiß das auch mal gerade weg hier. So. Die Rampe bitte auch noch weg. Jetzt das Gelände hier weg. Und ja, eigentlich müssen wir noch tiefer, ne? Aber das machen wir jetzt nicht. So, jetzt kann er weiterfahren. Kriegt hier noch ein Signal, ein schönes hin. So, und jetzt müssen wir da gucken, dass wir das Gleis da noch weiter kriegen. Das geht alles auch nicht. Der wartet auf Grün, okay. So ist es jetzt gut und fertig. Ah, war schon jetzt ein bisschen nervig, ne? So, jetzt fahrt mal. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen besser geworden, das Stück, oder? Ja, dieser Knoten, der war schon immer da und der wird auch immer da bleiben, glaube ich. Ja. Der hält die Kreuzung dann frei, okay. Ich glaube, ist erstmal gut. Auch wenn da gerade ein Fahrzeug unrentabel ist, aber jetzt sieht es besser aus, oder? Hier, ja, das ist okay. Warum blockiert der jetzt da? Okay. Eigentlich hätte er da nicht blockieren dürfen, wenn er da steht. Oder war der hier noch drauf? Schwierig, ne? Ja, lassen wir erstmal so. Es steht auf jeden Fall keiner mehr hier. Sie fahren alle wieder. Und das sieht erstmal gut aus, ne? Jetzt wollen wir hoffen, dass nur rund läuft. Aber ich sag mal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.